2019 ist vorbei. Ich wollte noch mal ein bisschen was über die Weltmeisterschaft im Dezember erzählen. Und ja, angefangen hat das Ganze ja, dass wir mit einem 30-Stunden-Flug, also einen 30-Stunden-Flug hinter uns bringen mussten, dass wir nach Neuseeland gekommen sind. Und dann hatten wir eine 12-Stunden-Zeitverschiebung. Das heißt, unser Tagesrhythmus ist einmal komplett vertauscht worden. Und um sich daran zu gewöhnen, sind wir ein bisschen früher angereist und ja, haben Neuseeland ein bisschen erkundet und waren noch ein, zwei Mal surfen. Vielleicht habt ihr es ja auch schon in meinem kleinen Video gesehen, das ich hochgeladen hatte. Und ja, sonst, als wir dann ins Training eingestiegen sind, hatten wir auch eine kleine Trainingsregatta, mehr dazu aber jetzt. Hey, hier ist Fabi. Ich bin gerade in Auckland. Premiere für mich. In knapp einer Woche geht die Weltmeisterschaft los. Somit auch der Anfang unserer Olympia-Quali. Und ja, Daumen drücken ist schon mal erlaubt. Ich glaube, wir können da ruhig eine Rolle mitspielen. Letztes Jahr konnten wir die Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft holen. Dieses Jahr sehr stark besetzte WM. Wieder mit Peter und Lea, den America's Cup-Gewinnern und Olympiasiegern von 2016. Wir haben eine kleine Trainingsregatta, läuft ganz gut. Und wir sind ganz guter Dinge, dass die WM auch gut ausgeht. So, ich bin zurück in Deutschland und ja, ereignisreiche Wochen. Ich wollte einfach mal von ganz vorne anfangen und zwar, wie das bei der WM so, also wie alles abgelaufen ist. Und ja, da habe ich erstmal ein ganz anderes Thema und zwar Flüge. Ich bin ja dieses Jahr relativ viel geflogen und ja, die Flüge sind leider meistens nicht wirklich zu umgehen. Also man muss sie antreten, wenn man da bei dem Wettkampf dabei sein möchte. So nach Neuseeland kommt man einfach anders nicht. Und ja, ich habe da eine ganz coole Website gefunden und habe mit dem VSRW zusammen einfach mal die Flüge kompensiert. Also kompensiert ist immer so das eine, das CO2 wurde trotzdem in die Luft gehauen und es ist nicht geil für unseren Planeten, wie die meisten Klimaforscher sagen oder man könnte eigentlich fast sagen alle. Und ja, das Mindeste, was man aber zum Beispiel jetzt machen kann, ist diese Flüge zu kompensieren, indem man CO2 einspart an anderen Orten. Und da habe ich diese Website gefunden und die spenden quasi das Geld nach Indien oder Afrika und gehen dort an Institutionen oder an zum Beispiel Familien und Häuser, die nicht die Möglichkeit haben, mit finanziellen Mitteln erneuerbare Energien zu beziehen oder CO2 einzusparen, Strom einzusparen, Energie einzusparen. Und das wird im Endeffekt mit dem Geld, was ich spende, gemacht. Und da gibt es dann ein bestimmtes Verfahren, womit ausgerechnet wird, wie viel CO2 man einspart. Ist jetzt für mich gar nicht so wichtig, wie viel man einspart, aber daran konnte ich jetzt zum Beispiel sehen, wie viel ich ausgestoßen habe bei meinen Flügen. Erstmal wird das berechnet und wie das im Endeffekt eingespart wird. Und das wird auch berechnet und so konnte ich theoretisch jetzt meine Flüge kompensieren und habe das CO2 ausgeglichen, was ich ausgestoßen habe. Ganz coole Sache, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber auf jeden Fall mal in die richtige Richtung und das finde ich soweit gut und vielleicht können ja andere Segler nachziehen oder allgemein auch ihr, wenn ihr mal in Urlaub fliegt, also jeder mögliche Person in Deutschland fliegt ja irgendwann mal und man sollte es nicht machen, wenn es unnötig ist, zum Beispiel Inlandsflüge oder ähnliches, aber wenn man mal fliegt und es einfach nicht umgehen möchte oder umgehen kann, kann man ja wenigstens sowas machen, es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und ich fände es ganz cool.
Ja, die Weltmeisterschaft lief nicht optimal oder besser gesagt, einfach der erste Tag lief nicht so gut. Ins erste Rennen sind wir eigentlich mega reingestiegen, haben es dann aber irgendwie nicht geblickt oder hatten vielleicht auch ein bisschen Pech oder eine Mischung aus beidem. Haben das Rennen dann leider nicht so gut abgeschlossen und im zweiten Rennen hatten wir leider einen unnötigen Protest. Ein blöder erster Tag, müssen wir jetzt mit klarkommen. Das war irgendwie der Grund, warum wir dann auch nicht ins Goldfield reingekommen sind. Eigentlich war unsere seglerische Leistung vollkommen okay, sage ich mal. Nicht hervorragend, aber eine solide Leistung. Und ja, daraus muss man jetzt lernen. Haben das Silberfleet, glaube ich, mit 35 Punkten Abstand vor dem nächsten gewonnen. Und damit haben wir, glaube ich, gezeigt, dass wir nicht im Silberfleet sein wollen und da auch nicht hingehören. Und ja, Vollgas für die nächste Weltmeisterschaft, jetzt im Februar in Australien. Jetzt bin ich wieder in Kiel und pünktlich in Kiel ist hier mein Müsli. Da muss ich kurz mal Werbung machen. Nämlich in der Kooperation mit der Deutschen Sporthilfe. Und ich hau euch einfach mal einen Link unten ins Video rein. Und da könnt ihr das bestellen. Für jedes bestelltes Müsli gehen 2 € an die Sporthilfe, die, wie gesagt, olympische Athleten fördert. Und ist eine ganz coole Aktion. Das Müsli habe ich selber zusammengestellt und frühstücke ich auch selber so. Und das Design ist mega cool. Könnt ihr euch ja mal angucken, den Link. Da ist auch nochmal alles beschrieben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.